Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Retro Phantasmagoria Teil 7 und Teil 8 meines Wissens. Teil 8, Teil 9, so rum. Ja, Teil 8 und Teil 9. Und an alle hier auf Steam, ich muss mich entschuldigen, Steam, hier auf dem Stream, auf Twitch, muss ich mich entschuldigen, ich hab's mal wieder nicht, es kam mal wieder was dazwischen, es hat mal wieder nicht alles so geklappt, deswegen jetzt 4 Stunden verspätet streame ich doch noch ein bisschen Phantasmagoria und The Walking Dead und The Assignment gibt's dann morgen, also es verschiebt sich alles so ein kleines bisschen. Ich habe zum Glück gegen Ende der Woche hinten raus ein bisschen Luft mit meinen, doch ein bisschen vielen Streams und insofern dürfte das dann nicht das Riesenproblem geben. In den Videos fertig zu werden. Aber naja, ich wollte eigentlich keine unnötig viel Zeit verplempern. Denn ich wollte dann auch jetzt loslegen und wir setzen das Spiel fort. Noch einen kurzen Moment. Ein Schluck und ein Stift. Das habe ich in meinen Notizen vom letzten Mal, also von den letzten Malen. Da sind sie. Die Telefonnummern, die Passwörter. So. Continue previous game. Ja, ich weiß auch sofort nochmal, wo wir waren, nämlich in den Labors. Kurz nochmal der Kontrollblick. Ja, er nimmt alles auf. Okay. Gehen wir einfach den Korridor weiter. Wir hatten das letzte Mal uns die Zutrittsrechte selbst. Nachdem wir die Hack, also die Passwörter, die gehackt. Oh. Die Zeit wird knapp! Beeilung! Also er war schon mal hier unten. Und zwar hat er mit einem Auto gespielt. Daran hat er sich gerade erinnert. Und ja. Was ist denn hier mit dem Kittel, der hier liegt? Ist das deine Zwangsjacke? Verdammt! Die Zeit wird knapp! Es wird verdammt eng! Jonas! Los, holen Sie Marek! Er soll uns einen anderen bringen! Beeilung! Wow. Dieses Schwelle-Projekt ist tatsächlich nicht ohne. So, dann ist halt auch noch eine Tür da. Klar, sein Spielzeugauto von damals liegt immer noch in dem Flur, wie er es damals dort liegen gelassen hat, weil jeder in den letzten 30 Jahren dort vorbeigegangen ist und hat gesagt, oh, nee, das war mal Curtis Spielzeug. Lass es da stehen, wenn der mal nochmal herunterkommt, freut er sich. Das glaubt man doch wohl nicht.
Oh nee, Curtis. Scheiße! Wo zum Teufel ist er? Conrad Runner hat ihn also schon als Kind sehr lieb. Nein, nicht zurück. Hier unten hat sich einfach so ein kleines Familiendrama der Familie Craig abgespielt. Oh, neunzehnhundertachtundfünfzig. Ich habe mir hier mal ein Datum aufgeschrieben, 9. Oktober 1958. Das könnte sogar passen. Oder geben die Engländer nicht an? Verdammt. 10.09. Dann passt aber 58 nicht. Also. War das jetzt richtig? Okay, perfekt. Das war richtig. Ich kann nichts machen, außer das Pult hier anklicken. Er weiß auch instinktiv, was er bedienen muss. Passwort für das System. Der Rosette. Black Lotus. Donner. Gebäude. Oder die hilft nicht an. Carpe Diem. Ich habe jetzt da alles benutzt, was ich da stehen habe. Black Lotus. Nicht. Der. Dann nur Rosette. Ja, nur Rosette. Grüße PA Warner. Wir bedauern, dass wir die gewünschte chemische Verbindung nicht synthetisieren konnten. Warum? Wir konnten die Synthese nicht abschließen, da uns die erforderlichen Materialien fehlen. Bitte liefere uns
bla 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 bla. Zwei lebende erwachsene Menschen. Welchen Status haben die Zwillinge? Vor ihr, Iwana. Warum? Wir sorgen uns um den Zwilling. Der Zwilling. Er ist Teil von uns. Wir sind ein Teil von ihm. Lebt der Zwilling? Ja. Wir freuen uns, dass der Zwilling lebt, Paul und Iwana. Frage. Was ist Sucht? Ach, Sucht. Wie? Wir verstehen nicht. Bitte tritt ein und sprich. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Okay. Irgendwas haben wir jetzt entweder richtig oder falsch gemacht. Kommen Sie, Curtis. In Ihrem Zimmer ist alles genau wie früher. Ich glaube, wir haben vieles falsch gemacht. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man in diesem Spiel sterben kann. Und wir laufen genau rein. Okay. Okay. Das heißt, wir gehen gleich zu der Tür. Da war ja mal grundlegend falsch, was wir hier gemacht haben. Wir haben aber auch keine andere Zugangskarte, also am besten gehen wir dann einfach nochmal. Ich hoffe, dass wir machen das Richtige jetzt auch hier mit dem nochmal gehen. Keine Ahnung. Das ist doch immer wieder dieselbe Animation. Gehen wir schnell nochmal. Nichtsdestotrotz muss ich noch kurz mal einen kurzen Kontrollblick auf. Okay, das funktioniert alles noch. Und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen überfragt. Wenn nicht, mache ich jetzt wirklich etwas, auf was ich nicht sehr stolz bin. Ich gehe ins Internet und Magoria 2 Lösung. Hm.
Also, wir waren im Kapitel 4. Wir waren bei Wintec. Sind hinausgeworfen worden von der Polizistin. Waren im Dreaming Tree Restaurant. Waren in Werners Büro und haben, waren bei Dr. Harburg. Wir waren in Curtis' Apartment. Waren wieder bei Wintec. Waren im Büro. Waren durch die Glastür gegangen. Waren durch die unterirdischen Räume gegangen. Haben, ja, den Code haben wir richtig eingegeben. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass wir alles richtig gemacht haben. Und deswegen können wir jetzt auch weitergehen und mal gucken, ob was Neues im Traumbaum gibt. Und da können wir nichts machen. Okay, dann gehen wir einfach nochmal. Dann fahren wir ins Borderline, in den SM-Club. Mal gucken, was das wird heute. Gut gelaunt, hä? Als Maul. Okay. Was ist mit ihr hier? Therese wird dich fressen bei lebendigem Leib, Babyface. Kommst du nachher wieder, Süßer? Falls da noch was von dir übrig sein sollte. Alright. Was ist mit den beiden da hinten? Die wurden nämlich sehr schlecht hier reingerendert. So, die Toilette ist nochmal in Betrieb, dann gehen wir doch auch mal dorthin. Oh, Schlafschwanz, weißt du, hättest du dürfen mitmachen. Nein, ich wollte es nicht nochmal anklicken. Ich will hier nur raus. Da, da. Stopp, Meister. Du hast da drin nichts zu suchen. Warum haben wir da drin nichts zu suchen? Ist das da? Curtis Craig trifft mich heute Abend im Waterland. Da schließt sich der Kreis. Drosselt sich Curtis. Wenn wir ihn das. Können wir nämlich zeigen. Okay. War ein Versuch wert. Dann gehen. Ach, da ist ja Jocelyn schon. Hi. Nein, nicht Jocelyn. Therese. Jocelyn ist unsere Freundin. Warum bist du so weit weg? Die uns das letzte Mal ein bisschen verraten hat, verlassen hat, als sie die ganzen Kratzer gesehen hat. Warum muss man immer so klicken, um das Gespräch fortzusetzen, wenn man eh nichts anderes machen kann? Okay, Gespräch ist jetzt nicht gerade. Wie geht's denn deinem Bauchnabel? Dem geht's gut. Oh. Hast du gewusst, dass es unheimlich erregend ist, an einem Nabelring zu ziehen? Das Gefühl jagt dir einen Schauer an der Wirbelsäule entlang. Was machen wir heute Abend, Therese? Du wirst schon sehen. Da. Okay. Therese, sag mir, was wir machen. Nein, ich sag's dir nicht, ich zeig's dir. Los, trink aus. Du wirst. Du wirst? Ach. Naja, komm, exen wir's runter.
Na los, komm schon. Okay. Aber diesmal. Zumindest eine andere Animation. Hör zu, Therese ist schon hier. Sie hat mir gesagt, ich soll nachkommen. Na, da habe ich heftige Zweifel, mein Freund. Sehr freundlich. Aber doch jetzt. Jetzt muss er doch mit der Einladung uns hier durchlassen. In Ordnung. Du kannst reingehen. Hoffentlich überlebst du die Nacht, Kleiner. Ach, nee, ne? Sag bloß, ja, wir müssen hier ein Rätsel machen. Nein, nicht verlassen. Ja, nur 4 Kombinationsmöglichkeiten. Nein. Ja. War irgendwo. Warum jetzt hier so ein blödes Rätsel? Naja. Ich schätze mal, es dauert nicht viel lang. Dann haben wir Kapitel 4 auch beendet und beginnen dann schon mit dem letzten Kapitel 5. Also würde ich sagen, wir steuern doch langsam, aber sicher aufs Ende zu. Vielleicht brauchen wir nur noch... Ich weiß nicht, ob wir es im nächsten Teil schon beenden. Das ist dann schon ein bisschen knapp gegriffen. Da mit den Lederriemen. Schauen wir uns da einfach alles an. Wir müssen ja eh alles abklicken, damit es vorwärts geht. Du erschreckst doch wohl jetzt nicht wirklich von einer Latexmaske, Curtis. Also, ich sage mal so, schockieren dürfte das hier eigentlich keinen mehr. Drehen wir jetzt noch ein bisschen um. Hier können wir einfach nochmal gehen. Streckbank. Klar. Also müssen wir den Vorhang anklicken. Eigentlich ist doch jetzt klar, was jetzt passiert. Er liegt das erste Mal zur richtigen... SM6 und das verkraftet er nicht und dann liegt er heulend bei sich in der Wohnung. Er hat die Hose noch an, verdammt. Oh nein, er wurde vorgeführt. Mein Gott, du hattest die Hose noch an, man konnte nicht sehen. Und du warst in einem SM-Club. Was hast du erwartet, dass da keiner hinguckt? Hatten wir recht? Das ist eine kleine Latexmaske. Ja, nachher.
Ah, also hat unser Zwilling den Spieß rumgedreht. Denn eins ist jetzt schon klar, unser Zwilling hat die Morde begangen. Das wissen wir ja jetzt. Wir wissen noch, dass es also als Spieler, dass es alles in dieser Spielwelt real existiert. Das ist keine Wahnvorstellungen eines Curtis Craigs sind. Aber wissen das die anderen nicht, aber egal. Oh! Scheiße. Wer ist da? Hallo? Hallo? Komm schon. Wer ist da? Na, wie ist es, wenn das Spiel mal rumgedreht wird? Okay, also das hat jetzt wenig mit SM zu tun. War jetzt einfach nur aufgeschnitten. Jetzt sitzen sie am eigenen Blut geröstet, klar. Greg, machen Sie die Tür auf, sofort! Ah, das zarte Stimmchen eines Engels am Morgen, das uns weckt. Guten Morgen, Detective. Wo zum Teufel waren Sie gestern Abend? Also, wo waren Sie? Ich war mit Therese im Borderline. Und danach hier. Sie können meine Ratte fragen, die kann's bestätigen. Ich weiß, dass Sie im Borderline waren, Craig. Mindestens 20 Leute haben Sie zusammen mit Therese gesehen. Und zwar knapp eine Stunde, bevor sie im Bad ermordet worden ist. Okay. So, regungslos. Oh, Mami, ich hab kalt. Was ist mit dir passiert? Ich bin sicher, das wissen Sie. Verdammt, ich hab's nicht getan! Ich denke doch, Sie Arschloch. Ihre Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hoffe nur, sie erfolgt rechtzeitig, bevor Sie Ihr nächstes Opfer schlachten. Reden wir doch weiter mit ihr. Ich hätte sie niemals töten können. Niemals. Das erstaunt mich. Sie beide hatten ja eine ungewöhnliche Methode, sich gegenseitig Gefühle zu zeigen. Oh, und es gibt genug Pärchen dieser Welt, die so leben. Was mit ihr geschehen ist. Da wäre eine ganze Menge aufzuzählen. Wenn Sie die Kurzfassung hören wollen, jemand hat sie zuerst aufgehängt und dann gebraten, und zwar in ihrem eigenen Blut. Ich krieg ihn. Wer immer das getan hat, ich krieg ihn. Ich bin sicher, die braven Bürger werden besser schlafen, jetzt wo Sie das sagen. Ich frag mich nur, woher Sie... Sie sollten sich an Paul Warner halten. Der steckt hinter all dem. Er schreckt vor nichts zurück, um dieses Schwellenprojekt zu retten, was immer es sei. Ach so? Tja, dann werde ich ihn wohl schleunigst verhaften. Oh, nur für die Akten. Woher haben Sie diese Informationen? Von Außerirdischen? Raus hier! Machen Sie, dass Sie rauskommen! Gut, aber ich komme wieder, Sie Hurensohn! Ich komme wieder und nagle Ihren Hintern an die Wand! Wir waren's nicht. Ich frag mich nur, wie sie nach der aktuellen Sachlage ganz genau sagen kann, es war Curtis. Dass es nur Curtis gewesen sein kann. Ich meine, gut, wir haben uns mehr als verdächtig verhalten, aber dennoch. Dann schauen wir doch mal noch in den Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Zeig mir, was für ein böses Kind. Da gibt's keinen Reim. Okay. Und wir können nochmal. Also wir sind jetzt bei Kapitel 5. Ich schätze, dass wir mit Folge 10 fertig werden. Warte. Nein, nochmal zurück. Das hat's nochmal zurück. Nein, hier können wir nichts mehr machen, okay. Gehen wir ins Wohnzimmer und dort schauen wir uns mal noch kurz um.
rufen vielleicht nochmal bei Dr. Harburg an. Wenn ich die Karte finde. So, das Bild. Nee, das war die Karte, die wir bekommen haben. Der Schraubenschlüssel, die beiden Fotos, die Einladung, das Notizzettelchen, der Knopf. Der Schlüssel, die Akte, das Kleid. Ich habe das Zettelchen nicht mehr. Okay. Dann schauen wir noch kurz nach Blob. Ich hab dich lieb, Blob. Ich denk auch, Curtis. Und was auch passiert. Oder doch nicht? Ich sorg dafür, dass sich jemand um dich kümmert. Der böse Zwilling hat bestimmt Zeit, wenn du im Knast sitzt, sich um deine Ratte zu kümmern. Aber das ist eigentlich fies. So, hier könnte man nichts Neues machen, außer wie immer dasselbe Bild angucken, dass uns nichts bringt. Nö, dann können wir uns auch wie jeden Morgen um die Post kümmern. Ist welche da? Wo ist die Post? Die müsste längst gekommen sein. Und genau just in dem Moment kommt ein Brief. Wintec. Bald. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir hier Folge 8. Streamen dann gleich weiter mit Folge 9. Und ja, ihr seht dann Folge 9 nächsten. Auf YouTube seht ihr Folge 9 dann am nächsten Montag, 30. März 2015 um 20 Uhr. Kurz speichern. Ja, das war der letzte Spielstand. Ich speichere immer so, dass ich nur maximal eine Folge muss nachspielen, wenn es einen Fehler gibt und ich es nicht gemerkt habe. Damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Replika 666.